Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Das hat inzwischen ja schon richtig Kult. Also zumindest kommt mir das so vor. Ich sehe immer mehr Leute, die anfangen Stardew Valley zu gucken und alle Folgen durchsuchten, weil sie unbedingt zu den Folgen aufholen wollen, in der wir über Deep Shit reden. Also voll die krassen Themen, die alle Leute interessieren oder auch nicht oder einfach nur das Geblubber aus meinem Gehirn. Hallo, verbale Kotze. Wird heute ausgehen, okay? Okay. Hab ihm auf die Hand geküsst? Ich weiß es nicht. Ach, verdammt, ich hatte ja Dinge dabei, um irgendwas zu machen. Was wollte ich herstellen? Ich habe davon Sachen hergestellt. Ich wollte Fässer machen. Ach Gottchen, die Fässer. Oh Gott, ich gehe euch erstmal knuddeln hier, weil ich sehe euch gerade hier rauswuseln. Später kriege ich euch wieder nicht alle zu Häschen. Moment, oh Gott, ich nehme das halt einfach auch gleich mit. Dann ist mein Inventar halt überfüllt. Aber wenn ich das mit den Hühnern und Enten und Gänsen und Dinge... Oh, es gibt kleine Gänse, stimmt. Wenn ich das mit den kleinen Tieren nicht gemacht habe, dann vergesse ich das nämlich ganz gerne. Wie wir ja wissen. Denn ihr guckt ja dieses Let's Play oft genug und denkt euch, Isa, why? Die habe ich alle erwischt. Okay? Okay. Okay. Okay, okay, cool. Okay, cool. So, jetzt muss ich dann nur durch. Das... geht sogar, weil mich das Huhn durchlässt. Danke. Wunderbar. Gut. Deep Shit Themes. Also tiefe Scheiß-Themen. Oh, das klingt gar nicht so gut. Wertvolle Gedanken werden ausgetauscht. Warum bist du eigentlich noch so klein? Guck mal, das eine Schwein ist voll fett und das ist voll klein. Ja, tiefe, wertvolle Gedanken werden ausgetauscht bei Stardew Valley. Ihr seid immer fleißig bei den Kommentaren mit dabei und auch auf Twitter. Und ich hatte euch mal wieder nach Themen gefragt. Ach so, das war ja das neue Schwein. Ein neues Schwein, richtig. Ich hatte ein neues Schwein. Oh, süß. Und, hab die Luft gemolken. Hab zweimal die Luft gemolken. Okay, jetzt erwische ich dich. Yeah! Das ist wie Dr. Bibber irgendwie. Macht man das immer falsch. Habt ihr Dr. Bibber gespielt? Ich wollte gerade zum Schwein gehen und das melken. For real? What ist los mit mir? Also ich kam mit Dr. Bibber nie so klar. Muss ich jetzt mal zugeben. War jetzt nicht so... Oh, ich jetzt nicht... oh, das Zicklein hat ganz hoch gemäht. War ich jetzt nicht so gut drin? Oh, ich dachte, das ist mal ein wichtiges Thema. Darüber müssen wir mal geredet haben. Ach ja, Kinderspielzeuge. Wir können heute über eine Thematik reden. Kinderspielzeuge, die ich ganz interessant finde und die wir mit einer anderen Thematik verknüpfen können. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich muss mir das aufschreiben. Moment. Also, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich die Themen nicht wieder durcheinander würfle. Worum geht's bei der Thematik Spielzeuge? Ja, ich habe auf Netflix eine Dokumentation entdeckt zu alten Spielzeugserien. Und damit meine ich Dinge wie die He-Man-Action-Figuren oder das Star Wars, Star Trek-Universe. Dinge, die zum größten Teil Erfolg hatten. Spielzeuge, die Erfolg hatten. Vor meiner Generation und eventuell auch eurer Generation, also 30 plus, wird mit den meisten Sachen, die dort gezeigt werden, viel anfangen können. Natürlich gibt es da auch Barbie, da kann fast jeder was damit anfangen. Aber das ist eine ganz tolle Möglichkeit, Barbie. Leute, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Wie alt seid ihr und wie habt ihr Barbie empfunden? War das etwas Erwachsenes für euch? War das so ein Ding so, oh ja, Erwachsene haben mit Barbies gespielt. Finde ich nicht cool. Ich spiele lieber mit diesen anderen Puppen, die es ja jetzt nun mal auch gibt. Also den anderen Figuren, die man da so hat. Oder war so, Barbie ist immer noch ein Must-Have. Meine Mutter hat schon damit gespielt. Oder wart ihr in meinem Alter, da gab es nur Barbie sozusagen. Und das war dann halt selbstverständlich, dass man Barbie gespielt hat. Auch wenn ich tatsächlich ein etwas verstörendes Verhältnis zu meinem Körper hatte wegen der Barbie-Puppen. Weil ich immer gedacht habe, ich bin einfach nicht so schlank wie meine Barbie-Puppe. Ich habe noch sehr lange mit Barbies gespielt. Also da war ich dann auch schon ein bisschen älter. Und kam dann langsam in Richtung Pubertät. Man fängt ja schon mit der Pubertät früh an, muss man dazu sagen. Und deswegen hatte ich tatsächlich Probleme, mehr, diesen Barbie-Körper realistisch vorzustellen. Ich dachte so, ja, ich sehe aber nicht so aus. Und andere Menschen auch nicht so. Aber ich will eigentlich so aussehen. Soll ich so aussehen? Wenn alle diese Puppe so toll finden, muss ich dann so aussehen?
Ja, das, ich weiß nicht, ich liebte meine Barbie-Puppen und auf der anderen Seite war ich immer ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe mich immer ein bisschen unter Druck gesetzt, gefühlt zumindest dadurch. Aber eigentlich sind die Barbie-Puppen, das habe ich in der Dokumentation gelernt, nur deswegen so proportioniert, damit man ihnen Kleidung anziehen kann. Deswegen haben sie so einen langen Hals und deswegen haben sie so eine schmale Taille. Dann würde man einer Puppe mit einer normalen Taille oder einem normalen Hals Kleidung anziehen. Du hast ja das Problem, Stoffe sind ja nicht automatisch kleiner. Nur weil es eine Puppe ist. Die Stoffe sind ja in etwa immer noch gleich dick. Du kannst ja nicht ultradünne Stoffe herstellen, das wäre ganz unrealistisch. Damit die Klamotten aber auch so aussehen wie in der Realität an der Puppe, mussten die vernünftig geschneidert werden. Und dann sahen die sehr dick aus und waren immer sehr auftragend. Und wenn die Puppe nicht sehr dünn gewesen wäre, würde Barbie in den Klamotten nicht so aussehen wie ein normaler Mensch. Es ging ja um eine Anziehpuppe zum Anziehen und nicht, oh, ich spiele mit der nackt. Auch wenn wir ganz ehrlich sind, dass sehr viele von uns mit den Barbies eher so, ich spiele mit der nackt gespielt haben. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich denke, das ist durchaus realistisch. Oh Gott, ich mache hier schon wieder tausend Dinge auf. Was nehme ich? Ja, jetzt habe ich Kupferbarren. Jetzt müsste ich auch da Fässer herstellen können. Wunderbar. Also diese Dokumentation habe ich gefunden und die fand ich sehr spannend. Der Blick auf diese Welt des Spielzeugs, wie sich das entwickelt hat, wie He-Man sich entwickelt hat. Das, ich weiß nicht, ob ihr noch He-Man and the Masters of the Universe kennt. Das ist ein ausgestorbenes Genre, das es so nicht mehr gibt, nur noch für Sammler. Ja? Und dieses ausgestorbene Genre kommt aus einer Spielzeugfirma. Das hat eine Spielzeugfirma. Okay, wir haben auch keine Kohle mehr, alles klar. Dann packe ich das jetzt erstmal wieder da rein. Das hat sich eine Spielzeugfirma ausgedacht. Die wollten eine neue Actionfigur haben. Und sie standen dann halt vor dieser Problematik. Ja, aber die brauchen eine Story. Also die Leute wollten halt diese Figur nicht rausbringen. Die wollten die nicht auf den Markt bringen, ohne dass es die Figur eine Story hat. Weil die Kinder hatten Star Wars Actionfiguren und die hatten eine Story und das war total cool. Und wieso sollten die sich He-Man kaufen? Also haben die gesagt, ja, da liegt eine Comic bei, genau. Ja, und die nächste Firma hat dann gesagt, ja, aber ihr sagt, da können Kinder ab 5 Jahren mitspielen. Was haben die denn von dem Comic? Wir machen das so einen Film. Und dann hieß es halt gleich so, ja, für das Budget könnt ihr auch eine ganze Serie haben. Und dann war Masters of the Universe geboren. Fand ich ziemlich spannend, das so zu erfahren. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das auch solche sehr schnellen Entscheidungen waren. Und ja, so für meine Generation war das zum Teil ziemlicher Trash. Masters of the Universe und all das, aber deswegen war es auch wieder auf der einen Seite kultig. Aber ich kannte keine Kinder mehr, die damit gespielt haben, aber wir sind ja auch, ne, ich komme ja auch nicht aus Amerika und so. Wir hatten ja ein bisschen anderes Universum. Oder dass die Barbie-Puppe ursprünglich aus Deutschland kommt. All solche Sachen findet ihr auf Netflix. Oh Gott, ich mache Netflix-Werbung, das hätte ich mir jetzt auch nie träumen lassen. Und bei dieser Dokumentation, also ich gucke auf Netflix generell sehr gerne Dokumentationen, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch so viel Input zugefunden. Und ja, das ist, wie ich finde, ein sehr interessanter Entwicklungsprozess, von dem man sehr viel lernt. Jetzt sind wir wieder bei der Thematik Lernen angekommen. Warum schaut man sich solche Dinge an? Und warum sollte ich was darüber lernen, womit meine Eltern früher gespielt haben? Was interessiert mich das Spielzeug der früheren Generation? Oder woher das kommt oder warum das existiert hat? Ich meine, es ist ja für mich nicht mehr relevant. Das ist halt gar nicht. Das ist aber oft das Problem, das ist etwas, was ich sehr spät für mich entdeckt habe erst. Dieses Verständnis für die... Oh, hier wachsen jetzt auch Trüffel. Okay, das Schwein hat sich bis dahin geschlängelt. Das Verständnis für Kultur erweckt Verständnis für die Art und Weise, für die Art und Weise der Wahrnehmung anderer Generationen. Was unsere Eltern, was unsere Mitmenschen geliebt haben und warum sie es geliebt haben. Zum Beispiel auch, warum sich Sexismus eine ganze Zeit lang so gut halten konnte, wenn man halt einfach auch in der Gesellschaft jedes Spielzeug sexistisch gestaltet hat, weil alles andere war ja, oh, ein Tabubruch und gar nicht möglich und wer käme überhaupt auf so einen frevelhaften Gedanken? Widerlich, widerlich. Hat nicht heute irgendjemand Geburtstag? Oder hatte gestern jemand Geburtstag? Hatte gestern nicht Robin Geburtstag und ich habe das schon wieder vercheckt? Ich glaube ja, ich muss gleich mal in mein Haus gehen und mir das angucken. Immer wenn ich über Themen rede, dann ist es vorbei. Nun, gut. Wo war ich stehen geblieben? Verständnis für die Kultur, gerade für die Kindheit
der Person, deren Kindheit man ja nicht erleben konnte, weil sie nachher älter sind. Eben Eltern zum Beispiel, Großeltern, Onkel, Tante, Freunde, Bekannte etc. pp. Warte, ich kann ja hier auf meinen Kalender gucken. Ein Verständnis dafür, wie sie damals gespielt haben, wie sie die Welt wahrgenommen haben. Er hatte gestern Geburtstag. Gut, hab ich mir gedacht, bin dumm. Ja, dieses Verständnis aufzubauen, die Kultur und den Background der Personen, das gibt einem nicht nur einen breiten Horizont an neuen Ideen, die man auskundschaften kann, also interessante und breite Ideen, in dem Fall zum Beispiel, wenn ihr euch kreativ betätigen wollt oder wenn ihr in der Werbebranche mal arbeitet, wenn ihr in einem Produktmanagement-Bereich arbeitet, wo es darum geht, Dinge zu verkaufen, wenn es darum geht, an der Kasse zu sitzen und darüber zu schmunzeln und eine nette Anekdote dazu zu bringen, dass jemand ein He-Man-T-Shirt trägt oder ein keine Ahnung. Man kann so viele Witze und so viel Humor einfließen lassen, wenn man Wissen hat. Ihr seid umso witziger, humorvoller und wirkt weltoffener und verständnisvoller, je mehr verrückten Humor ihr mit witzigsten Themen unterbringen könnt. Und ihr selber habt auch mehr Spaß am Leben, wenn ihr versteht, was andere Menschen bewegt hat und worüber sie sich lustig machen oder was sie witzig fanden, humorvoll fanden. Ich meine, der Klassiker, dass diese Bösewichte in Videospielen immer rufen, nach dem Motto, ich bin nur von Idioten umgeben, das wurde halt auch geprägt durch solche verrückten, dusseligen Serien wie He-Man and the Masters of the Universe. Na, da hast du halt Skeletor gehabt, der war halt ein bisschen seltsam als Bösewicht und seine Handlanger waren alle ein kleines bisschen nicht so smart. Und das war sehr witzig und amüsant und humorvoll. Und wenn du auf all diese Dinge eingehen kannst, kannst du eine Verbindung zu Menschen schaffen, die vielleicht sonst keinen Zugang zu dir haben. Eine Generation, eine völlig andere Generation. Kann ich nicht da runternehmen? Eine völlig andere Generation, mit der man vielleicht sonst vorher kein gemeinsames Gesprächsthema hatte. Und dann guckt man sich das mal an, wie hat sich das dann entwickelt? Wovon leben dann heutzutage immer noch Kultserien und Kultspielzeuge? Womit habt ihr als Kind am liebsten gespielt? Also ich muss halt sagen, dass so Benjamin-Blümchen-Hörkassetten... Boah, Alter. Ja, Mann. Ich und Benjamin-Blümchen-Hörkassetten. Aber sowas von kann ich euch sagen. Das lief da, aber 24-7. Tut mir leid. Mama, es tut mir so leid. Natürlich, also wie gesagt, Wulle, eine Apple-Geschichte, klar, das war noch beliebter bei mir. Weil das einfach, ich mochte diesen hessischen Humor halt auch sowas von. Ja, wir können jetzt hier echt mal anfangen zu brauen, ey. Kann ich auch Auberginen einlegen? Eingelegte Auberginen, schmeckt das? Kann ich Pilze einlegen? Hier wird dann eingelegte Pilze. Anscheinend nicht, schade. Kann ich Kaffee einlegen? Anscheinend nicht, schade. Das wäre witzig gewesen. Dann hole ich mir mal wieder meine Blaubeeren. Ja nun, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dieses Brückenschlagen zwischen den Generationen und Verständnis für andere und den Humor anderer auch verstehen lernen. Das ist... Wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. Wieso habe ich da drauf geklickt? Das wollte ich nicht. Was war da vorher drauf? Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt packe ich das dahin. So. Unverschämtheit. Ist das einfach passiert? Für mich war das jetzt sehr aufschlussreich, eine neue Generation kennenzulernen in dieser Dokumentation. Die geht auch wirklich schön lange, also das kann man sich halt nebenbei voll geben. Und super spannend, wenn ihr jetzt in der Schule irgendwie ein spannendes Referat halten sollt, über ein freies Thema oder über ein solches Thema, auch durchaus für die Entwicklung des im 19. Jahrhundert und gerade in der Industrialisierung, wie einfach das Spielzeug auch ein wichtiger Faktor war. Es ist ein spannendes Thema auch für die Schule und wird euch bei Lehrern hundertprozentig Pluspunkte bringen. Ist ehrlich, da ist ja noch ein anderer Pilz drin. Wenn ihr euch damit so differenziert auseinandergesetzt habt und für euch wird das ein interessanter Exkurs in einer Generation sein, die ihr dadurch vielleicht sogar ein bisschen besser versteht. Weil das Thema Spielzeug, wenn ihr noch jung seid, ist halt etwas, damit kann jeder was anfangen. Jeder kann sich mit identifizieren, ob es die eigenen Hände waren, mit denen man gespielt hat, oder ob man irgendwelche abgefahrenen Figuren hatte. Und dann sieht man halt, damit hat man früher gespielt, das war früher cool, das ist ja interessant. Und warum war das cool? Warum haben sich die Leute das ausgedacht? Dann sieht man aber auch dahinter mal den ganzen Kommerz und Konsum, dass es nicht darum ging, oh, wir machen was für Kinder, damit die schön viel Spaß haben, sondern halt mehr so,
Wie kriegen wir das meiste Geld aus den Kindern gemolken? Probieren wir mal alles aus. Also das ist auch sehr interessant und etwas beängstigend gewesen, sich das so anzugucken. Mal gerade, dass ich mit den Eiern, dass ich die Eier ein bisschen verkaufe. Mal gucken. Schauen wir mal so. Halt, ich wollte doch Blaubeeren holen. Blaubeeren? Wo waren die denn drin? Hallo, Blaubeeren? Blaubeeren. Gib mir die Blaubeeren. Sehr gut. Ja, und für die, die älter sind, die werden ganz oft denken, ja, damit habe ich auch gespielt. Was, deswegen wurde das entwickelt? Oh. Was, das ist passiert? Oh, so war das? Vielleicht bin auch nur ich so der übelst abgefahrene Nerd, dass er auf solche Dokumentationen abfährt, aber es hat halt super Spaß gemacht. Klar, man kann auch noch Folgen skippen, wie zum Beispiel Star Trek, wenn einem denkst, Also ich habe natürlich gerade die Dokumentation zum Thema Star Trek total verschlungen. Bei Star Wars habe ich mich so ein bisschen durchgehangelt. Dann, ich habe ja den Star Wars Boom nicht mitbekommen. Ich bin ja weit nach dem Boom geboren. Ich war natürlich trotzdem, also ich bin Star Wars Fan in Anführungsstrichen, weil meine Mutter mich mit dieser Thematik vertraut gemacht hat. Aber ich bin nicht in dem Hype aufgewachsen. Ich bin mit Star Wars Episode 1, 2 und 3 bekannt gemacht worden dann im Kino. Und dachte mir nur so, ja, das hat schon was, aber das ist jetzt nicht so, das ist Kind, also das ist, muss ich jetzt ja mal sagen, da habe ich jetzt was anderes gesehen gehabt. Und das als Kind warst du halt noch eher geflasht von Star Wars Episode 1, 2 und 3, als du es als Erwachsener warst. Als Erwachsener hast du ja wahrscheinlich gedacht, ja, das ist ein Scheiß, ist das. Aber ja, kann man halten, wie man will. Für mich ist es inzwischen halt einfach ein anderes Franchise geworden und deswegen mag ich auch die neueren Star Wars Filme und die Sequels, Prequel, Krempelzeugs da. Ist okay. Bis auf, wie ist der eine Film, dessen Namen ich schon verdrängt habe, wo man gesehen hat, wie ich die Pläne vom Todesstern gestohlen habe. Der war kacke. Ist meine Meinung. Muss nicht eure Meinung sein. Wollte ich nur erwähnt haben. Ja, deswegen war das vielleicht nicht ganz so spannend. Aber es war interessant zu sehen, was für massiv viel Geld die mit diesen Actionfiguren gemacht haben. Oder wieso überhaupt, wieso überhaupt der Begriff Actionfigur entstanden ist. Ja, durch die Actionfigur G.I. Joe, den sie nicht Puppe nennen wollten, weil sonst kein Junge damit gespielt hätte. Wie sexistisch diese ganze Mechanerie halt auch noch ist. Ich einfach teilweise gedacht habe, alter Vater, das ist aber nicht mehr schön. Warum und wieso man solche Entscheidungen getroffen hat. Ihr lernt sehr viel über diese Bereiche. Das finde ich sehr spannend. Jetzt sitzen ganz viele Leute, you have kein Netflix. Vielleicht erlauben eure Eltern euch ja den gratis Probemonat Netflix, wenn ihr nur diese Dokumentationen guckt. Eure Eltern können beaufsichtigen, was ihr guckt. Und die Erwachsenen, die kein Netflix haben, ihr könnt nur den Probemonat holen. Wenn ihr den schon hattet und dann das nicht geguckt habt, selber schuld. Ansonsten, wer darauf verzichten möchte, kann verstehen, aber ich, da können wir bei der nächsten Folge drüber reden. So, Thema lohnt sich Abos wie Netflix und Amazon Prime eigentlich und ja, wofür? Ja, für sowas durchaus. Oh, ich wollte noch irgendwas machen. Ja, vergessen, was ich machen wollte. Kaffee ohne mehr Kaffee. So, da kommt mehr Kaffee rein. Ja, das nicht. Ich glaube, ich packe die Eier wieder darin. Ich würde einfach mal einen Teil jetzt ein bisschen verkaufen, weil ihr mir auch so schön klar gemacht habt, dass alles, was eine höhere Qualität hat, damit kann ich dann halt auch nicht so viel anfangen. Ja, halt, das wollte ich nicht. Aber eins davon wenigstens aufbewahren, weil nur mal, weil man höhere Qualität in so einer Maschine pumpt, heißt es nicht, dass ein Produkt höherer Qualität rauskommt. Und das ist mir in der Zwischenzeit auch klar geworden, weil ich habe ja ganz oft hochqualitative Produkte irgendwo reingeballert und dann kam nichts Hochqualitatives dabei rum. Ja, so lernt man das dann halt auf dem harten Weg. Ja, ja, wir sind alle am Pennen. Ich glaube, ich habe mich jetzt hier um alles gekümmert. Gehen wir mal hier reingucken, ob wir hier irgendwie wieder... Schon. Ist ganz schön was los. War wieder lange nicht bei euch, Jungs und Mädels, ne? Ja, meine kleinen Fledermäuse. Cool, so viele Sammelgegenstände. Finde ich ja gut. Das ist die Geräusche, die rum in den Höhlen passieren. Und dann kommen die Bösen und dann ist alles schlecht.
Ich sollte dann, glaube ich, auch das ganze Gras abmähen, kurz bevor es Winter wird. Da kann ich hier nicht rein. Oh Mann, ich könnte ja noch so viel mehr Heu haben. Muss mir dann echt ein Hoflayout überlegen. Das hatte ich das letzte Jahr auch schon. Ja, ein Hoflayout überlegen, das mir hilft, so ein bisschen das Maximum rauszuziehen. Wobei ich das hier unten halt nicht schlecht finde, dass ich hier noch viel Heu habe. Aber ich schätze mal, später ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis sinnvoller. Ich habe mehr Nutzfläche und kaufe das Heu, falls die Tiere das dann im Winter brauchen. Na? Könnte ich mir vorstellen. Tja. Ach ja, Spielzeug. Womit habe ich gespielt als Kind? Barbie-Puppen, Kuscheltiere und am liebsten kleine Kuscheltiere, die so in etwa groß waren wie meine Hand. Ganz viele unterschiedliche. Und die haben dann mit Gogos Pokémon nachgespielt. Gogos, wisst ihr noch, diese komischen Plastikschnippfiguren, die es in verschiedensten, schillerndsten Ausführungen gab. So zufallsmäßig drin. Oh ja, damit habe ich gespielt. Und zwar massenweise. Das habe ich über alle Maßen geliebt. Und Barbie-Puppen, ja, war ein großes Ding. Puppen durchaus auch. Matchbox-Autos, glaube ich. Ja, aber ansonsten diese Kuscheltiere. Ich habe mir diesen Kuscheltieren immer in meinem Regal, in meinem Kinderzimmer, so eine Art Wohnlandschaft aufgebaut. So wie meine Kinderzeichnungen. Also das könnt ihr, ich hoffe, ich dränge dran, das euch zu verlinken. Hier findet ihr meine Kinderzeichnungen in einem Video. Und das habe ich als Kind immer wahnsinnig gerne gemacht. Da habe ich halt mir vorgestellt, die leben halt alle so auf Bäumen oder irgendwie so coolen Gemeinschaften. Und dann da lebten die halt in der City und die Regale waren dann die verschiedenen Hochhäuser. Und die haben dann Goku gespielt und sind auf Abenteuertour gegangen. Und ja, was Kinder so machen. Fantasie ist eine schöne Sache. Oh nein, jetzt habe ich schon... Nein, nicht das Outro. Nein, nein, böses Outro. Nein, nicht das Intro. Nein, nicht das... Ah, da passiert so viele Dinge auf einmal. Ich wollte ins Bett gehen und euch zeigen, wie viel Geld wir gemacht haben. Ich habe heute wieder eine Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens. 14.000, das ist doch ordentlich. Jetzt darf das Outro kommen. Wunderbar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stardew Valley. Es war mir eine Freude. Mach's gut. Bis dahin. Tschüssi.